Auf geht's, Freunde. Jetzt holen wir uns noch ganz schnell das Schiff. Und dann muss ich aber wirklich für heute Schluss machen. Morgen werden wir selbstverständlich weitermachen. Oh, scheiße. Das habe ich vergessen zu speichern. Ist egal. Machen wir nochmal schnell. Morgen geht es selbstverständlich weiter. Ich muss morgen früh nur früh aufstehen. Deswegen mache ich ein bisschen früher Feierabend. Aber dafür machen wir morgen sehr lange. Also morgen steht ein sehr, sehr langer Stream vor. Und Sonntag ebenfalls ein sehr, sehr langer Stream. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut. So, und jetzt schauen wir mal. Wo gehen wir hin? Oh, warte mal. So. Aber da, erstmal hier Fähigkeiten. Haben wir da noch was? Warum kriegt ihr keine Fähigkeiten mehr? Schweinerei. Achso, da oben sind die Fähigkeiten. Achso, okay. Die Punkte. Ah, sie hat schon 5000. Oh, Elfricks Gnade, meine Damen und Herren. Kostet 30 FP göttliche Fertigkeit. Kaufen wir. 5000. Schnäppchen. Lass einen Verbündeten für 3 Runden am Ende jeder Runde noch einmal in Aktion treten. Es kann nur eine zusätzliche Aktion ausgeführt werden. Da schauen wir auch direkt mal nach. Den beiden. Haben wir keine Hilfsfähigkeit bekommen? Nee. Guck mal, der hat gar nichts, ne? Der arme Kerl hier. Den muss ich echt mal ein bisschen aufrüsten hier in den Kollegen. Bannenhieb hebt alle positiven Effekte eines Gegners auf und greift ihn an mit dem Schwert an. Je mehr Effekte du aufhebst, desto stärker ist der Angriff. Starke Mauer erhöht für 3 Runden eine physische Verteidigung. Aufstacheln zieht für 3 Runden gegnerische Einzelgriffe auf dich. Brecherklinge. Kontere 2 physische Angriffe mit dem Schwert, deinen Konter reduziert unabhängig von Schwächen und Schildpunkte. Ich würde sagen, machen wir den. Eigentlich eh egal, wir haben so viele Punkte. So. Stärkerer Bruch. Erhöht bei Brechen des Gegners den physischen Angriff des Trägers. Erhöht bei physischen Angriffen des Trägers um 50. Jawohl. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen. Ja, ich glaube, die ist auch wirklich gut. So. Gut, Freunde. Jetzt werden wir nochmal ganz kurz nach oben. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Da ist das Schiff. Hier müssen wir hin. Okay. Hinlegen brauchen wir uns nicht. Abspeichern könnten wir. So, stimmt, das war auf die Insel da hinten, ne? Wie kam man nochmal dazu? Genau hier hin. Da ist das Schiff doch, ne? Das ist das, ne? Ne, Schiff der Heiligen Garde ist das. Scheiße. Da muss ich nochmal kurz gucken. Weltkarte. Schauen wir mal. Tropu, Tropu. Ah, hier. Da ist es. Ein Geschäft, ja. Da ist es. Ganz vergessen. Können wir aber hier nochmal speichern. Die Werft, war das richtig? Ich glaube ja, ne? Sehr schön, hier ist sie. Wenn du das Schiff da haben willst, es kostet 100.000 Meter, kein Blatt mehr oder weniger. Ja, will ich kaufen. Ja, damit. Ich muss den Kollegen bei mir haben, ne? Ich muss hier den Händler haben. Wo haben wir das denn hier? Ah, nicht. Hier auch nicht. War das da oben? Nee. Gar nicht vorstellen. Ach, seht ihr, was wir auch machen können, ist den Typen hier mal ausnocken. Hier waren wir noch gar nicht drinnen, ne? Kann das sein?
Es ist schon fast verdächtig, wie sehr sich Katzen zu diesen Damen hingezogen fühlen. Sie sind, seit sie denken kann, ist sie stets von Katzen umgeben. Und weil sie sich bis heute nichts daran geändert hat, sind die verspielten Zeitgenossen zu einem Festteil ihres Alltags geworden. Das heißt gar, sie wissen jedes Miau genauestens zu deuten. Oh, wie süß. Zweikampf. Ach du Scheiße, nee, auf gar keinen Fall. Hat sich schon erledigt. Wo ist denn hier nochmal das... Kann ich denn hier meine Charaktere wechseln? Da! Jetzt habe ich es gefunden. Sei mir gegrüßt. Womit kann ich heute dienen? Gruppe wechseln. Nehmen wir Hikari mal weg. Oben sagst du? Ja, oben war ich. Hier meinst du, ne? Schwimmendes Theater. Warte mal, hier war ich noch gar nicht, oder? Scheiße, nein. Oh mein Gott. Aber nicht mehr heute. Aber das muss ich mir gut... Das, oh, hier, komm, hier gibt's sogar Dings hier. Truhen und alles. Oh, zu meiner Schande war ich hier echt noch gar nicht, ne? Hier ist sogar eine Quest. Tatsächlich. Okay, das machen wir dann morgen. Aber erst müssen wir noch schnell das Schiff kaufen. Oh, das muss ich mir echt merken. Das schreibe ich mir sogar besser noch auf. Wo waren wir denn jetzt hier? Ach ja, genau. Ja, ja. Wir werden uns morgen dann nochmal genauestens umgucken. So. Ich brauche das gar nicht. Aber ich muss wahrscheinlich aufs Schiff gehen, ne? Oder so. Nee, habe ich doch hier. So, ich muss seine Quest erledigen. Nö, Quest hat er keine für mich, oder? Nö. So. Tatsächlich. Wenn du das Schiff da haben willst, kostet das mehr Geld noch nicht. Unvollendetes Schiff. Offenbar. Ein Schiff, das die Schülerin eines legendären Schiffsbauers entworfen hat. Es genießt ein etwas zweifelhafter Ruf. Kaufen. Yes, meine Freunde. Yes, jetzt haben wir unser eigenes Schiff. 100.000 Blätter soll das heißen. Jetzt genau, ich möchte dein Schiff kaufen. So, du bist einer von denen. Einer von welchen? Du bist wegen der Gerüchte hier. Du willst das Schiff, weil es das letzte Werk des legendären Schiffsbauers sein soll. Aber da muss ich dich enttäuschen. Das Schiff hat nicht mein Meister entworfen. Sondern ich. Und wenn ich es trotzdem will, bist du schwer vom Begriff. Das Schiff ist wertlos. Das hat mir jeder klargemacht, der hörte, dass es von mir ist. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wer das Schiff entworfen hat. Es hat es mir einfach angetan. Dieses unfertige Ding? Sowas kann nur von einem Laien kommen. Stimmt, ich verstehe nichts vom Schiffbau. Umso mehr von einem guten Geschäft. Ich ahne, wenn ich etwas Kostbares vor mir habe. Bei so einer Summe verlässt du dich allen Ernstes auf deine Intuition? Ich bin in der Werkstatt der Silberschmiede von Erzrausch aufgewachsen. Ich weiß genau, wie Werkzeuge aussehen, die jahrelang mit Leidenschaft geschwungen und mit Sorgfalt gepflegt worden seien. Und auch die Schrammen und Schwielen an den Händen eines geübten Handwerkers mit Liebe zum Beruf erkenne ich sofort. Darum wusste ich schon beim ersten Blick, dass du eine ebenso leidenschaftliche wie erfahrene Schiffsbauerin bist. Und genau deshalb habe ich keinen Zweifel, dass ein Schiff, das du entworfen hast,
entworfen und gebaut hast, eine absolute Wucht. Für meine rauen Hände hatte ich noch nie jemand was anderes als Spott übrig. Dinge von außergewöhnlicher Qualität haben eine Seele. Schließ die Augen, dann hörst du auch die Stimme. Sehr schönes Schiff, meine Freunde. Bringt mich raus aufs Meer. Lass mich über die Wellen galoppieren. Ich bitte dich, auch im Namen deines Schiffs, verkauf mir das gute Stück. Nein, ich kann es dir nicht verkaufen. Wie schade. Auch nicht. Ich schließe es nicht fertig. Schließlich ist es noch nicht fertig. Wie? Ich verspreche dir, dass ich es fertig baue. Aber ich lasse mich bei der Arbeit nicht hetzen. Darum musst du mir im Gegenzug versprechen, Geduld zu haben. Natürlich, verlasse dich drauf. Ja, aber mach jetzt nicht so lange, ne? Gut, abgemacht. Mit dem Geld kaufe ich die nötigen Materialien und stelle ein paar fähige Handwerker ein. Ich hatte die Hoffnung, es fertigzustellen, schon fast aufgegeben. Sie machen es fertig, Freunde. Als ich meinem Meister die Pläne für dieses Schiff gezeigt habe, hat er mich zum ersten Mal gelobt. Ich habe dir nichts mehr beizubringen und kann mich endlich getrost zur Ruhe setzen, sagte er. Er muss wirklich stolz auf dich gewesen sein. Der Bau dieses Schiffs sollte sein letztes großes Werk werden. Doch kurz nachdem wir mit dem Rumpf fertig waren, ist er zusammengebrochen. Unsere Investoren schwärmten davon wie eine Schule Sardinen. Sie erklärten lautstark, dass das Zeitalter des Dampfs angebrochen sei. Aber die Wahrheit war, dass niemand ein Schiff wollte, das nicht von meinem Meister stammte. Es dauerte nicht lange und die anderen Schüler kehrten der Werft ebenfalls den Rücken. Bis nur noch ich übrig war. Ich kam mir so dumm vor und hörte schließlich auch mit dem Bau auf. Wenn dieses Prachtstück vom Stapel läuft, dann rennen dir die Investoren die Tore ein, glaub mir. Das hoffe ich. Aber egal, was passiert, ich werde weiter Schiffe bauen. Jetzt weiß ich, dass es noch Menschen gibt, die mich und meine Arbeit schätzen. Danke, Partito. Sehr gerne. Komm, es fehlt nur noch ein letzter Anstrich und eine Sigille auf dem Segel. Boah, hast du was Bestimmtes vor Augen? Abol, Wappenball, Bestellung aufgeben. Was, Bestellung aufgeben? Na, wie sieht das aus? Rumpf, naturbelassen, Segel, wappenlos. Folgenden Auftrag aufgeben. Nein. Farbwahl. Ach so, wir können jetzt hier noch ein bisschen... Ach so. Okay, Farbwahl. Naturbelassen, schwarz. Cool. Rot. Nein, wir machen natürlich naturbelassen. So ist es am schönsten, Freunde. Wappenwahl. Wappenlos. Sonne, Dreizack, Oktopus. Freunde, wir haben jetzt so oft den Oktopus gehört. Sollen wir den Oktopus machen? Komm. Ja, oder? Wappen. Machen wir die Sonne. Oh, die Sonne sieht auch nice aus. Machen wir drei Zack. Okay, wir machen den Dreizack, Freunde. Der Dreizack gefällt mir am besten. Nee, komm, wir machen den Oktopus. Scheiß drauf. So, Bestellung aufgeben. Na, wie sieht das aus? Du willst einen Oktopus? Ja. Toll, einfach perfekt. Da ist unser Schiff, meine Freunde. Hart verdientes Geld, hart zusammengeprügelt. 100.000 an der Zahl hat Blätter hat das gekostet. Silberblätter, glaube ich. Damit ist dein Schiff fertig.
Unglaublich, es ist noch schöner, als ich mir vorgestellt hatte. Du musst es noch taufen. Hast du schon einen Namen? Selbstverständlich. Mal überlegen. Jetzt habe ich's. Ich taufe dich auf den Namen Königin Terry. Wie bitte? Das Schiff mag jetzt mir gehören, aber die Seele hast du ihm geschenkt. Deshalb will ich, dass dein erstes eigenes Meisterwerk deinen Namen trägt. So viele Nettigkeiten bin ich nicht gewohnt. Ich werde ja richtig rot. Dann geh mal und zeig der Königin Terry die große, weite Welt. Mach ich, versprochen. Vielen Dank für alles, Terry. Oh, Freunde, jetzt können wir endlich die Welt erkundigen. Von Ankerplätzen kannst du nun mit deinem eigenen Schiff auf Reisen gehen. Steige an Bord und fahre kreuz und quer über die Weltmeere. Oh, Freunde, wir werden sehr viel Spaß haben damit. Stich in See und wer weiß, vielleicht stößt du gar auf unentdeckte Inseln und Kreaturen. Ganz genau das ist das Ziel, Freunde. Genau das ist unser Ziel. So endet die Episode Tropu. Schön. Wirklich sehr, sehr schön. Aber wir müssen natürlich jetzt aussteigen, leider, Freunde. Weil wir müssen für heute Feierabend machen.